Seid ihr herzlich willkommen bei dieser Aufnahme, das Drei-Fragezeichen-Orakel am 24. April. Die erste Frage ist, was denkt er? Und das schauen wir auch an. Diese Karte dort oben beschreibt seinen Gedanken. Auf diesem Bild sehen wir Justitia, die Göttin die Gerechtigkeit. Das kann sein, dass er befindet sich gerade in einer rechtlichen Lage oder passierte etwas in sein Leben, was er als ungerecht empfindet. Was diese Karte noch bedeutet, dieses Waage-Symbol, das innere Gleichgewicht. Oder etwas ausgleichen. Was muss er hier ausgleichen? In einer Seite ist das Herz, die Liebe, und die andere Seite dieser Feder. Und das symbolisiert unsere Seele. Dieses Symbolbild kommt von ägyptischen Mythologie. Und das deutet darauf hin, dass ihn beschäftigt die Liebe, und auch diese seelische Verbundenheit zwischen euch beiden. Und jetzt schauen wir an die zweite Karte und das zeigt seinen Gefühlen. Auf diesem Bild sehen wir die Hohepriesterin und sie hütet ein Buch. Und dieses geheimnisvolle Buch heißt Akasha-Chronik. Und dort sind die Schicksalswege beschrieben. Und ihm ist es bewusst, aber er fühlt es auch, dass diese Beziehung zwischen euch beide oder dieser Kontakt zwischen euch beide ist in diesem Buch geschrieben. Und das heißt, diese Begegnung ist kein Zufall. Ihr habt eine seelische Verbindung zueinander. Die nächste Karte zeigt, was vermittelt er. Auf diesem Bild sehen wir die Münzen. Das kann die Finanzen bedeuten, indirekt seine berufliche Situation und er fühlt sich ausgenützt. Die Münzen zeigen aber auch die inneren Werte. Und da muss er etwas lernen, mit seinen eigenen Werten bewusst zu sein, weil diese Karte zeigt die Ungerechtigkeiten. Er wird ausgenutzt, nicht nur finanziell, sondern kann sein, dass andere rauben seine Kraft oder seine Zeit. Warum wohl? Weil er kann nicht Nein sagen. Was diese Karte noch bedeuten kann, dass er befindet sich in einer rechtlichen Lage, dass jemand Forderungen stellt und er sollte zahlen. Aber es läuft etwas ungerecht. Und jetzt schauen wir an die Tagesenergie. Diese Karte, der Anker, hat zwei Bedeutungen. Erstens beschreibt die Grundbedürfnis nach Sicherheit, Stabilität, endlich angekommen zu sein, verankert, verwurzelt fühlen. Die zweite Bedeutung ist die beruflichen Situation. Beides spielt heute eine Rolle. Und jetzt übergehe ich auf die Astrologie nach indischen Berechnung. Auf diesem Bild sehen wir ein indisches Horoskop und es beschreibt 24. April. Es gibt Unterschied bei der Berechnung. Die indischen Astrologen berücksichtigen die Präzession, ist auch eine präzise Berechnung,
und ich arbeite mit diesem System. Aber ich muss dazu sagen, es ist nicht dieselbe wie die westliche Astrologie, das berechnet. Im heutigen Tag trifft Merkur und Uranus in Tierkreiszeichen wieder. In diesem Horoskop ist es sichtbar oben von links aus gesehen in zweiten Kästchen. Wenn sie treffen, dann wirken sie zusammen. Bei Merkur handelt es sich um Terminen, um Verträgen, um Handlungen und auch um Kommunikation. Uranus löst aus unerwartete Ereignisse, ungewöhnlichen Lebenssituationen und zeigt oft Veränderungen. 26. April trifft Merkur und Venus. Venus hat einen Einfluss auf uns Damen und bei Merkur-Energie handelt es sich um eine Nachricht oder einen wichtigen Gespräch, eventuell Terminen. 27. April erreicht Merkur in seiner Umlaufbahn einen Punkt und das ist der näherste Punkt zur Sonne. Hier wird etwas beschleunigt. Bedeutet auch diese sonnenhafte Energie, weil die Sonne beleuchtet etwas, hier klärt sich etwas auf. Aber wenn es um Geheimnisse handelt, dann ist es besser zum Schweigen, weil es besteht die Gefahr, dass andere das weiter erzählen. 28. April bleibt Pluto stehen und dann wird rückläufig. Bei Pluto-Energie handelt es sich um unsere inneren Kraft. Themen wie Sexualität oder bedeutet auch das Loslassen, etwas zu Ende bringen, von etwas oder jemand verabschieden, dann wird Pluto rückläufig, hat mit unserem Vergangenheit was zu tun, kann natürlich auch sein, dass jemand kehrt zurück von Vergangenheit, sucht auch die körperlichen Kontakt. 29. April erreicht Mond den Mondknoten, die absteigende Mondknoten Ketu und das hat mit Vergangenheit was zu tun und zeigt auch karmischen Themen. Im heutigen Tag befindet sich Mond nach indischen Berechnung in Tierkreiszeichen Löwe und es befindet sich von unten aus gesehen in zweiten Kästchen MO, also Mond. Mond hat einen Einfluss auf unseren Alltag und einen Einfluss auf unsere Gefühle. Hier bei Löwe-Energie ist wichtig, dieses Selbstbewusstsein haben, dass wir stehen gerade im Mittelpunkt und wir sollen darauf achten, dass wir diesen Glanz verspüren, diese Auftreten. Mond befindet sich im Mondhaus Uttara Palguna und das heißt geben und nehmen soll im Gleichgewicht sein und verspricht Glück, was die Finanzen betrifft. Entweder Gewinn oder wenn wir etwas jetzt beginnen, das trägt auch Früchte und vermehrt sich etwas. Was dieses Mondhaus noch bedeutet, das ist die schöpferische Kraft, unseren Ideen im Tat umsetzen und etwas in Ordnung
bringen. Mond befindet sich im Tierkreiszeichen Löwe. Gegenüber ist die Zeichen Wassermann und dort befindet sich Neptun. Das ist sichtbar in linker Seite von oben aus gesehen in zweiten Kästchen. Die beiden haben eine Verbindung, eine sogenannte Opposition. Hier spiegelt sich etwas. Bei Mond, aber auch bei Neptun handelt sich um unsere Gefühlen und Sehnsüchten und Wünschen und Träumen. Und das sollen wir bewusster wahrnehmen, das Vertrauen. Aber hier bei diesem gegenüberliegenden Position sollen wir darauf achten, das ist wie eine Waage. Ich muss etwas abwiegen, ausgleichen, ausbalancieren. Erstens unserem Träume vertrauen, aber nicht flüchten von Realität in eine Traumwelt, weil dann kippt die Waageschale auch. Und was diese Verbindung noch aussagen kann, das sind die Traumbilder. Vielleicht ein wichtiger Traum als Seelenbotschaft oder jemand träumt von dir. Und das war diese 3-Fragezeichen-Orakel. Ich wünsche dir alles Gute und alles Liebe und viele Grüße aus Mallorca.